Wir sind hier in der Hamelner Nordstadt, genauer gesagt an der Sporthalle Nord. Und Chefreporter Ulrich Behmann hat Infos zum Blackout in der Nordstadt. Es gab einen Stromausfall. Ja, der Stromausfall ist großflächig in der Nordstadt. Betroffen sind aber auch andere Teile der Stadt. Die Stadt Hameln hat einen Krisenstab einberufen, der tagt zurzeit gerade. Dort wird erkundet, was für Folgen dieser Stromausfall ausgelöst hat. Man kann jetzt schon sagen, an den Supermärkten, was die Kühltruhen angeht, also die gekühlten, tiefgekühlten Waren, da droht ein Totalausfall. Was dem Krisenstab große Sorge bereitet, das sind Patienten, die zu Hause oder in Einrichtungen an Beatmungsgeräten liegen. Und diese Geräte haben zwar einen Akku, der kann bis zu 6 Stunden halten, aber der ist nicht immer voll. Und jetzt ist man am Erkunden, wo hat wer was? Gibt es Menschen? Brauchen die Strom? Brauchen die Reserven? Notstromaggregate sind in Stellung gebracht. Das erste steht jetzt hier, wo wir sind. Hinter uns kann man das sehen. Das ist dieses Fahrzeug hier. Das macht Strom für die Sporthalle Nord, denn die ist vorgesehen, wenn das hier noch viel länger dauert, ja, als Sammelstelle für die Bevölkerung, dass man als Notquartier vielleicht nutzen kann. Und dafür braucht man ja Strom. Das kann durchaus sein, dass wenn das hier bis morgen dauert, dass man hier auch Feldbetten aufstellt. Ich weiß, dass zum Krisenstab gerufen worden sind auch Fachberater des Technischen Hilfswerkes und des Deutschen Roten Kreuzes. Da beratschlagt man jetzt, wie die Lage ist, wie sie zu beurteilen ist und wie man das abwenden kann. Also die Ampeln sind zum Beispiel ausgefallen, das ist auch ein Punkt. Man kann nicht ausschließen, dass sich Unfälle häufen hier in der Nordstadt. Da ist die Feuerwehr auch in Bereitschaft mit Rettungsdienst, aber auch mit Hilfeleistungslöschfahrzeugen. Es ist jetzt noch nicht zu irgendwelchen Schäden in Anführungsstrichen gekommen, keine Personen- oder Sachschäden, aber man will eben vorbereitet sein, dass es so bleibt, dass also nicht noch etwas passiert. Wie lange kann es dauern? Also ich habe vorhin mit Susanne Treptow gesprochen von den Stadtwerken, das ist die Chefin dort, und auch mit Herrn Feldkötter, das ist der Prokurist, der zurzeit mit Notdiensteinheiten und Reparaturtrupps an dem Umspannwerk, wo 6 Leitungen ankommen, Hochspannungsleitung beschäftigt ist, die Ursache zu finden. Und er hat gesagt, wenn es gut läuft, ist in einer halben Stunde fertig. Es scheint nicht gut gelaufen zu sein, denn es ist schon länger als eine halbe Stunde her, wo er diese Aussage getroffen hat. Und wenn es schlecht läuft, dann wird es ein paar Stunden dauern. Gerechnet wird laut Oberbürgermeister mit 3-4 Stunden. Es kann aber, wie bei Reparaturarbeiten üblich, auch länger dauern. Und man will eben auf alles vorbereitet sein, dass man nicht erst anfängt, wenn es hier wirklich zappenduster ist. Jetzt scheint noch die Sonne. Jetzt merkt keiner, zumindest vom Licht her, dass der Strom fehlt. Aber wir merken es natürlich bei Kühlschränken, Klimaanlagen, Ventilatoren und alles, was eben Strom braucht, dass momentan nichts geht. Schreibt doch mal bitte auch eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Seid ihr von dem Stromausfall, von dem Blackout in der Nordstadt in Hameln betroffen? Habt ihr davon etwas mitbekommen? Eure Erfahrungen bitte in die Kommentare und ansonsten erstmal vielen Dank. Ja, danke.